So, hallöchen, liebe Leute, willkommen zurück zu Okami HD und ich sollte in Punkt dann erstmal alles erledigt haben. Also eigentlich schon, ich habe mit vielen gesprochen, das kleine Mädchen war jetzt sehr, sehr wichtig mit ihr zu reden, weil wir durch sie ja wissen, wer Lika ist, ne? Und wir haben vom Geistertor erfahren. Tschung, jetzt mal gucken, was hier, ne, was ist schon dazu sagt. Vielleicht müssen wir jetzt erstmal ihn überzeugen, dass er mit uns mitkommt, weil er musste ein paar Sachen klären mit seinem Großvater. Wow! Okay, wir sind da. Okay, ich glaube, ich habe auch alles geschafft, ne? Bist du jetzt fertig? Was? Es sieht so aus, als ob du was sagen möchtest. Das Geistertor? Willst du mir sagen, dass Lika da durchgegangen ist? Ha, du bist so leicht zu lesen wie ein Buch. Nun, da werde ich auch nicht reingehen. Das bringt nichts als Schere rein. Wenn du gehen willst, dann frag den alten Ishaku um Hilfe. Oh, Mia. Bist du das wirklich? Wer ist denn da? Aha, genau das kleine Mädchen, mit der haben wir ja gesprochen. Wie die alle so komisch leuchten. Isun, ich bin es, Mia. Oh, Mia, na? Also, du bist du endlich nach Hause gekommen. Und ich wette, du bist ein wirklicher, göttlicher Gesandter geworden. Genau wie dein Opa Ishaku und alle haben es gewusst, dass du es schaffst. Aber warum kommst du nicht ins Dorf? Oh, ich verstehe. Du willst ihn nicht sehen, stimmt's? Halt mal die Klappe, ja? Was? Ja. Und was soll dieser göttlicher Gesandte? Quatsch hier, hör doch auf. Was würde es denn schon bedeuten, so etwas zu werden, hm? Ich lebe lieber glücklich und ohne Sorgen. Ich kann nicht glauben, dass du so etwas sagst. Also bedeutet das, dass du nicht mehr malst? Wir Koropokel sollen den Leuten doch helfen, an die Götter zu glauben. Ansonsten werden die Götter für immer ohne Macht bleiben. Erinnerst du dich? Ja, ich sagte halt die Klappe. Wenn du das Malen so sehr magst, dann bitte mach's doch. Aber auf mich kannst du damit nicht zählen. Geh woanders mit deinen dummen Ideen und närrischen Plänen hausieren. Ist schon. Na, geh weg. Wir sind beschäftigt. Wir haben wichtige Dinge zu tun am Geistertor. Mhm. Was? Hör zu, ich habe keine Zeit, dir bei deinen langweiligen Bildern zu helfen. Lass uns von hier verschwinden, Amy. Ist schon. Warte. Oder so gemein. Warum bist du denn so kaltherzig? Was ist denn los? Isun, gehst du wirklich zum Geistertor? Versuchst du das kleine Euner-Mädchen um jeden Preis zu finden? Komm schon, Amy, wir haben hier bereits zu viel Zeit verschwendet. Lass uns endlich gehen. Oh. Isun ist irgendwie, ich weiß nicht, warum Isun so fies und so ein Arsch einfach ist. Ja, man weiß es nicht. Geht das Geistertor? Oh, es geht noch tiefer in den Wald. War es nicht sogar gleich hier hinter oder war es echt nochmal? Ah, innerhalb von Joshpet. So, warte jetzt hier nochmal. Ne, okay, Kai ist nicht da. Okay, alles ruhig. Alles gut. Hoffe ich. Oder kommt jetzt nochmal ein Mega-Boss-Monster? Ich muss mal gucken. Ist hier was zum Buddeln? Nee, oh Gott, ist die rutschig? Nein. Sah gerade so aus, als würde ich voll rumschlittern, aber nein. Okay, Amy, das Geistertor liegt weiter dort vorne. Sogar wir Koropokel gehen nur selten so weit in den Wald. Niemand weiß, wann es gebaut wurde oder gar wer es gemacht hat. Man sagt, dass Öffnen des Tors nur Unglück verursachen würde. Aber ich bezweifle, dass wir dort irgendjemanden treffen werden. Schließlich kann niemand außer dem Ältesten der Koropokel das Tor öffnen. Und dazu ist der Weg in die Tiefen des Waldes wie ein Labyrinth. Es ist sogar noch verwirrender als der Teil, durch den Kai uns geführt hat. Aber wenn du wirklich dorthin willst, dann werde ich dich führen. Aber was willst du machen, Amy? Ach, ich weiß nicht, ob ich jetzt Ishaku wirklich brauche. Mal gucken. Okay, dann lass uns mal mit Höchstgeschwindigkeit zum Geistertor rennen. Bleib dicht bei mir, Fellknäuel. Ich will ja nicht, dass du dich verläufst. Oh, man muss echt nochmal so einen Abschnitt machen. Okay, gut. Eieiei. Noch wieder mit Zeit. Oh, ist so leuchtet so schön rot. Bui. So, ich habe ja eigentlich mit allen gesprochen. Ne? Ich glaube, sonst würde ich hier gar nicht durch können. Oh Gott, stimmt ja, jetzt bewegen sich die Dinger. Oh. Und hier wie die ollen Eisfallen. Oh, flop. Der Türkis-Klunker. Strahlende Farbe, richtig nice. Hopsa. Okay. Mal, was sind das hier? Kann ich die wenigstens schon mal hier alle auf dem Weg irgendwie richtig machen? Obwohl der immer so wenig Erfahrungspunkte bringt. Obwohl, drei Stück? Drei Erfahrungspunkte sind das ja mal gar nicht wenig. So, ich weiß, die Zeit läuft, aber eigentlich, wie viel hatten wir beim letzten Mal noch Zeit? Richtig viel. Und dieser Weg hier dürfte sich, glaube ich, nicht mehr teilen. Oder? Was rede ich denn da? Du teilt sich. Natürlich teilt er sich. Schlitz. Immer schön drei Erfahrungspunkte. Der Kohl macht auch hier, ne? Kleinen Vieh macht auch Mist. Wow. Zack. So. Ich will wenigstens auf eine gerade Zahl kommen. Würde auch noch ein bisschen dauern. Los, ist so ein Rennen. Renn ist Huhn. Schneeballattacke. Boah, die werden immer größer. Okay. Ich glaube, ich hätte die mit dem Feuer. Mit dem Feuerstrahl von der Fackel aus müsste ich die sogar kleiner machen können oder zerstören können sogar. Mal gucken. Ja, seht da, Leute. Nur, dass wir Bescheid wissen, ne? Für den Fall, dass jemand es doch hier arg schwer hat.
vorbeizukommen. Oh, mich nervt an sich gerade nur das olle Eis. Oh Gott, nervt doch nicht. So, jetzt. Ja, komm, die paar Bäume nehme ich mal mit. Kling, kling, kling. So, da haben wir noch eine Schatztruhe. Nicht übersehen, bitte. Je, verstreute Perle. Cool. Warte, aber ist das jetzt ein neuer Abschnitt des Waldes, sag mal? Ganz neu hier, oder was? Guck mal, hier haben wir Pongtan 2 und hier haben wir irgendwie noch, ja, eine Bonusquest innerhalb Josh Pets. Okay, jetzt nochmal 3 Stück und dann fehlt bloß noch ein einziges Gebiet. Nur noch ein Gebiet fehlt nach dem Inneren von Josh Pet. Eieiei. Das ist natürlich, ne? Na, ist okay. Kann man sich gut merken. Oh Gott. Fällt erstmal Eis runter. So, wenn hier eine Truhe war. So, komm, ey, du aller Typus, komm. Aua, ey, der hat gar nicht ausgeholt. Was war das denn? Der soll ausholen. So, okay. Flupp, dann kriegt er nochmal 30 Sekunden dazu. Alles gut, Leute. Ist doch alles gut. Guckt den an. Schlitz. 30 Sekunden dazu. Und wieder 4 Minuten Zeit, kein Problem. So. Hier geht's überall noch irgendwo hin, ja. Das ist ja. Man wundert sich ja denn doch schon. Wo genau? Ich glaube, der Weg führt ja auch einfach dahin. So. Übrigens, ne, wenn man gegen die komischen Dinger dagegen springt, da passiert nichts. Autsch, zu spät. Da passiert nichts gegen diese komischen Wurzeln. Wum, 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 wum. So, flupp. Und ein schöner Baum erblüht. Nichts verpassen hier, obwohl wir haben ja gerade erst eine Perle gefunden. Hier wird nicht so viel auf einmal sein. Wow. Und nebenbei noch ein paar andere Bäume einfach gecuttet. Flupp, flupp, flupp. So, oh, aber hier sind so ja Gegner. Aua, toll. Muss ich es gleich demonstrieren. Warte, warte, was sind die für ein Gegner? Ist das jemand, den ich noch nicht kenne? Kann ja sein, ne? Alter! Boah! Da wird erstmal die Kombo richtig am Eskalieren, ey. Tja, Kombo halt, ne? Ich glaube, dafür ist die Waffe auch bekannt. Die ist am Anfang noch schwach, aber hat ein richtiges Kombo-Potenzial. Weil bei so einer Peitsche geht ja die Kombo irgendwie richtig schnell auf bis zu 99. Also wir sollen eigentlich nicht hier lang. Ich weiß es gar nicht mehr. Kann ich nicht trotzdem hier schon lange irgendwie den Schatz finden? Wie ist halt echt nicht? Guck mal genau, hier siehst du, deswegen muss man hier lang gehen. Könnte ich einfach mal machen, oder? Je, geätztes Glas. Oder anders ausgedrückt, 40.000 Yen. So, okay, gut. Ich dachte irgendwie, man wird dann aufgehalten, aber nö. Dann könnt ihr den mal benutzen hier, weil ist schon das Abschnitt, ist glaube ich sowieso kürzer. Dann mache ich nur den Abschnitt mit Kai irgendwann nochmal. Was muss ich sowieso machen? Weil er kriegt eine, man bekommt ja eine Perle, wenn man ein Rennen gegen ihn macht. Gegen sie. Tut leid. Ist ja eine sie. Bloß Kai klingt so männlich. Boah, ist gut, eigentlich voll berührt. So, haben wir noch ein bisschen mehr Zeit. Sehr gut. Aua. So, wo ist wohin jetzt? Da ist eine Truhe. Wir müssen ja bloß Isun folgen, ne? Eigentlich ganz locker. Wow, okay. Ja, ich gucke auch auf die Zeit, Leute. Keine Angst, ich bin jetzt nicht so krass bescheuert hier und versaudert jetzt alles, nur weil ich hier allem und jedem nachgehe. So, Isun führt uns nach da. Ist ja auch schön. Aber der Porzellantop, der ist richtig schick. So, was ist denn jetzt, wenn ich jetzt hier lang gehen würde? Wo Isun eigentlich nicht hin will? Nö. Aber ich gehe trotzdem hier hoch. Okay, ist einfach nur eine Alternative oder was? Ja, okay, gut. Ist nur Alternativ-Way. Durch. Ach, wieder so ein Scheiß hier. Oh Gott. Ich habe noch 2 Minuten, Leute. Noch 2 Minuten. Boah, sind hier viele Bäume. Nein. Oh, ich bin runtergerutscht. Wow. Okay, warte, ich kann ja schon machen. So, komm, greif mich an. Boah, sind ja jetzt hier doch so viele, ey. Warum sind hier so viele? Aua. Okay, gut. Was soll's, ich hab nicht mehr so viel Zeit. Lass ich die mal doch hier am Rande stehen. Das geht ja doch nicht so klar. Ich weiß gar nicht, habe ich nochmal einen Rückweg später? Ich muss ja irgendwie wieder zurückkommen. So, den nehme ich aber mit. Das ist aber blöd, ne? Das kostet alles Zeit. Auch wenn wir die Zeit anhalten, kostet das alles Zeit. Oh Gott, schon zu. Nein, so. Flup. Habe ich jetzt 6 Bäume stehen lassen, ist ja egal. Jetzt mal wieder 30 Sekunden dazu. Flup. Hier bloß nicht berühren. Sind wir denn bald da? Ist so ein Mann. Wie lange dauert das? Wow. Autsch. Wie lange dauert das? Dennoch. So, okay, keine neuen Gegner, also lasse ich die mal auch aus dem Spiel. Muss ich ja nicht. Okay, jetzt sollen wir nach da. Dann gehe ich aber mal ganz schnell nach hier, weil ihr habt ja gesehen, so die Sackgassenwege sind ja nie lang. Guck mal, da ist schon die Truhe. Ein paar Sekunden ist man da. Also flupp.
Yee, verstreute Perle. Nice. So, und ich weiß, ich glaube nicht, dass es hier war, aber in irgendeinem anderen abzweigenden Weg in diesem Wald, aber ich glaube, bei dem Abschnitt mit Kai, gibt es halt ein Fragment der Sonne. Aber später. Ich habe noch eine Minute Zeit, ey. Knapp eine Minute. Scheiße. Ich hoffe, ich schaffe das noch. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu viel rumgeblödelt. Mit den ganzen anderen Kram, wo wir, ach, die Truhe da und die Bäume da, ne, alles hier, Erfahrungspunkte, Wir nennen verkackt. Toll. Oh oh. Oh oh, die Zeit tickt, Leute, die Zeit. Aua. Ja. Verdammt, ich weiß echt nicht mehr, wie weit es hier noch geht. Ich hab's doch gleich geschafft, oder? Oder hier liegt irgendwo nochmal, aua! Oder hier liegt irgendwo nochmal Zeit rum. Da zum Beispiel. So. Flupp. Okay, was war das jetzt? Achso, Stimmt, das müssen wir ja nochmal hier so komisch lang. Aber ich glaube, das war auch das Letzte. Oh. Ja, man muss aber auch ganz dicht und eng an der Wand sein. Sonst fail. Wow, okay. Da, ups. Immer schön den Doppelsprung ausnutzen. So, hier ist natürlich nichts weiter. Okay. Oh Gott, komm schon, Amy. Ich hab gedrückt. Oh, Mann. Okay, oh, puh, Gott sei Dank. Ist hier Abkürzungs... mäßig alles noch drauf. Na, halt dich fest. Okay, hups. Ich schaff das schon noch irgendwie. So, ich weiß gar nicht, ob auf der anderen Seite jetzt irgendwie ein Schatz war. Kann sein. Mann, was willst du denn? Und einfach nochmal die Zeit hier einfach benutzen. Da ist Zeit, Leute, da hinten. Da ist Zeit. Komm schon. So, flupp. Fast wieder eine Minute. Uiuiui. Autsch. Okay, oh Mann, der olle Untergrund. Tinten Stone. Brauche ich nicht. Okay. Guck mal, warum ist jetzt alt? War der Weg echt so lang? Verdammt, Mann. Oh Gott, jetzt bitte jetzt nicht genau was auf mich rauffallen. Okay, gut. Hups. Hups. Und durch. Okay. Jetzt sind wir nochmal eine Abzweigung. Okay, da kann ich jetzt aber, glaube ich, nicht den Alternativweg nehmen, weil das wird nicht klappen zeitlich. Aber wir sind da. Okay. Gott sei Dank. Gerade so geschafft, ey. Das ist es! Wow, das große Stück Wand da ist das Geistertor. Okay, Gott sei Dank haben wir es geschafft. Puh, kann ich jetzt nochmal schnell zurückgehen? Das wäre sehr, sehr nett. Hier sogar ist, man kann sich hier sogar hin teleportieren. Okay, sehr, sehr gut. Lass mal einfach saven. So. Weil ich würde jetzt echt hier nochmal zurückgehen, weil das letzte da schien ja eigentlich mega einfach. So, ich glaube, bloß hier hinter war noch ein Tier. Oder? Nee. Oh Gott, nein, ich wollte da gleich rein. Das Geistertor. Niemand weiß, wann es gebaut wurde oder gar wer es gemacht hat. Alles, was wir wissen, ist, dass es hier schon seit dem Zeitalter der Mythen steht. Und das ist sogar noch um einiges älter als der alte Ishaku. Die Ältesten des Clans, der Kurupukkel, sind seit Generationen die Torhüter. Es wird gesagt, dass das grundlose Öffnen des Tores großes Unglück verursacht. Aber ich habe keine Ahnung, was für ein Unglück das sein könnte. Ich werde das Tor öffnen. Schließlich, haben wir hier keine andere Wahl. Wenn Lika auf der anderen Seite von diesem Ding ist, dann müssen wir da win. Also bleib zurück, Amy. Boah, ist so, das war mega cool. Junge, der alte Ishaku würde mir den Kopf abreißen, wenn er wüsste, was ich gerade getan habe. Ach, macht doch nichts. Behalten wir die Sache also lieber für uns, okay, Amy? Sieh dir nur das Licht an. Das sieht zu hübsch aus, als dass es irgendein Unglück verursachen würde oder so. Da gebe ich dir recht, Sun. Keine Ahnung, wo die Leute für einen Schiss haben. So, was guckst du denn dir da an, Fellknäuel? Das Tor ist offen, oder etwa nicht? Hast du den Mumm da durchzugehen? Wenn du jetzt zurück willst, nach allem, was ich durchgemacht habe, ich schwöre, dann werde ich... Okay? Was machst du denn hier?
Hallo Issun und Amaterasu, nicht wahr? Ich dachte mir, ich komme mit und helfe euch ein bisschen. Ich habe das Geistertor noch nie offen gesehen. Man sagt, es zu öffnen würde nur Unglück bringen. Was machst du überhaupt hier? Hä? Und wie bist du da, bist du so weit in Joshpad hineingekommen? Ach so, du musst über diese Kraft des Waldes reden, Lebewesen zu verwirren. Eigentlich sollten wir Euner Tiermenschen den Effekt spüren. Aber anscheinend hat mich das heilige Schwert Gudon beschützt. Aber das ist nicht weiter verwunderlich. Schließlich hat mich das Schwert hierher geführt. Die Wand aus Eis soll zerschmettert werden und den Weg in den Himmel freigeben, wenn Gudon silbern strahlt. Wie die Prophezeiung vorhersagt, wenn Gudon zu strahlen beginnt, ist es das Zeichen, dass die Dämonen bald fallen werden. Einige sagen sogar, dass dann der Himmel in Reichweite liegt. Was zur Hölle soll das denn bedeuten? Ist ja auch egal. Es hat ja noch nicht einmal angefangen zu glühen. Sieht lustig aus, das Schwert. Ich habe wohl noch nicht genug Monster getötet. Falls das der Fall sein sollte, dann sollte dieses Geistertor dem Abhilfe verschaffen können. Was meinst du, Oki? Ich werde diese Monster des Unglücks gut schmecken lassen. Er geht da einfach rein. Oki, warte! Wir haben keine Ahnung, was sich auf der anderen Seite befindet. Alles, was wir wissen, ist, dass das Leaker irgendwie da durchgegangen ist. Ich garantiere dir, du wirst dort mehr finden, als du erwartest. Das hoffe ich doch. Für Gudon. Ach du Scheiße. Warte, Amy! Nein! Warte, Amy! Vielleicht ist das doch keine so gute Idee. Alter, einfach rein. Und ich kann nicht mal mehr saven. Was wird nun passieren? Hinter dem Geistertor. Was liegt dort verborgen? Das sieht gar nicht so übel aus. Was sollte das ganze Gerede über das Geistertor und Unglück? Hey, dieser Ort sieht irgendwie vertraut aus. Es sieht wie das Dorf Kamiki aus. Kamiki, du meinst das winzige Dorf auf dem Shinshu-Feld? Dort hatte die ganze Legende von Orochi begonnen. Ich bin noch nie über den See gereist und habe Nippon betreten. Die göttliche Führung von Gudon muss mich hierher geführt haben. Die Monster dieses Landes sollen nun seinen kalten Stahl zu schmecken bekommen. Nein, Oki, warte, was ist denn mit Lika? Er ist weg. Nun gut. Auf jeden Fall ist das hier wirklich das Dorf von Kamiki, oder? Aber ich empfange diesmal andere Schwingungen von hier. Vor allem ist es so finster wie ganz am Anfang des Spiels. Das ist seltsam. Warum ist es denn schon wieder Vollmond? Und hier auch der Spross ist noch richtig klein. Und dann ist eine kleine Sakuya. Aber okay, Leute, ich würde sagen, erstmal war es das bis hier. Den Part könnte ich jetzt hier gut beenden. Und dann wird's ja, dann wird's beim nächsten Mal richtig interessant. Und hier ist halt wirklich die Stelle, wo man halt nur einmal hinkommt. Und danach kann man hier nie wieder her. Deswegen ist es wichtig, dass man hier den letzten Hund füttert. Aber dazu später dann mehr. Leute, bis zum nächsten Mal von Okami HD. Ciao!